Welch eine Schande! Der Zobelzüchterverein entpuppt sich in Wahrheit als eine konspirative Gruppe subversiver Subjekte, die den Zaren stürzen wollen. Du musst die Treffen tunlichst verhindern. Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Transport Fever 2. Wir haben hier noch eine Bonusaufgabe reinbekommen. Ständig verschwindet Material von den Baustellen. Wer wohl dafür verantwortlich ist? Gerüchteweise treibt sich eine rätselhafte Kreatur in der Taiga herum. Ein berühmter Schamane soll Rat wissen. Nehmen wir. Der Schamane ist auf einem Berg im Südosten zu finden. Gut, jetzt müssen wir natürlich wissen, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist. Da wir hier nirgendwo einen Kompass haben. Ach ja, übrigens, ich habe nachgelesen, wie man das findet. Der Zirkusdirektor ist bereit, dir den müden Bären gegen eine Lieferung Baumstämme zu überlassen. Damit kann er die morschen Zeltpfosten erneuern. So, in jedem Distrikt gibt es wohl ein Gebäude, was keine Farbe hat. Also, ne, was ein Wohngebäude, was quasi so wie ein Bahnhof komplett grau ist. Soweit die Theorie. So habe ich zumindest gelesen. Deswegen könnten... So, da haben wir es doch. Haus des Zobelzüchtervereins, Nummer 2. So, Abriss. So, gucken wir mal, ob wir hier das... Wir müssten eigentlich nur mit dem Cursor drüber gehen, dann steht ja schon Haus des Zobelzüchtervereins. So, gucken wir mal. Also es hieß, ich habe das nur auf Englisch gelesen, One in each district. Es kann natürlich auch sein, dass damit die Städte gemeint sind, aber ich vermute mal, dass dem nicht so ist. Schauen wir mal. Da! Aha! Guck, da steht auch ein weiteres kleines Haus. Okay, das heißt, die sehen wohl alle gleich aus. So, das letzte sollte entsprechend hier irgendwo stehen. In der Theorie zumindest. Da, hab dich. Sehr schön. Welch ein Segen. Den zersetzenden Kräften konnte Einhalt geboten werden. Die Gefahr ist gebannt, die Monarchie gerettet. Sehr schön. Hätten wir das schon mal durch. Baumstämme müssen wir liefern. Die habe ich doch irgendwo. Genau, hier hinten haben wir Baumstämme. Okay. Dann schließen wir dich doch mal eben an. So, und eine neue Linie von hier bis da. Warte mal, geht das überhaupt? Bus, traumatischer, nee, LKW-Entladestelle müssen wir machen. Machen wir das raus und machen als nächste Haltestelle Ette hier. Ladewand vorhanden. Was haben wir hier? Kein Filter. Ja, gut, okay. So, dann gucken wir mal. 2 Pferde, 5 Kapazität 5, jeweils 4 Kilowatt, 20 km/h. Und der NW First Truck, der hat eine Kapazität von 6. Und wir haben damit einen Gewinner, ihr Lieben. Auf zu Linie 9. So, dann gucken wir mal nach dem Schamanen. Da ist er. Das ist also Südosten. Das heißt, wir müssen quasi so gucken. Schamane hat gesprochen. Das mysteriöse Monster der Taiga sei zweifelsohne verantwortlich. Es lasse sich nur besänftigen, indem man ihm kostbare Juwelen darbringe. Die Steine sollen am steilsten Hang im Südwesten zu finden sein.
Ah, da guck, da ist er. Jetzt dürfen wir hier wieder graben. Das heißt, wir müssen wieder unser Geländetool nehmen. So, wir machen mal das Werkzeug ein bisschen größer. Was für wundervolle und seltene Exemplare. Sie strahlen eine ganz ungewöhnliche Energie aus. Ach, ich hätte gar nicht so weit machen müssen. Ja, cool. So, wie bringe ich den jetzt zum Schaman? Ach, einfach draufklicken. Gut. Der Schamane war so freundlich, die Steine an das Monster der Tiger zu übergeben. Für jemand anderen sei das zu gefährlich, hat er gesagt. Tatsächlich, das Ding scheint besänftigt. Immerhin verschwindet kein Material mehr. Was ein Quatsch. Aber gut, haben wir uns halt verarschen lassen, soll mir dann auch egal sein. Achso, ich habe mich schon gewundert, warum der so lange braucht. Wir haben ja das Spieltempo wieder auf normal, respektive langsam runtergedreht. So, da haben wir schon die Zuganbindung. Hier haben wir auch schon einige Gleise liegen. Dann würde ich sagen, ziehen wir die doch einfach mal ein bisschen weiter. Was Gebiet gesperrt? Bööö. Wie soll ich denn dann... Warte mal. Schalte ich mir denn nochmal das Gebiet hier frei? Oder wir arbeiten mit einem... Ja doch, warte mal. Wir können, deswegen steht auch schon die Schifflinie hier. Wir könnten sagen, dass wir hinten einen Hafen hinmachen und das Ganze entsprechend damit rüberkarren. Warte mal, Linie verwalten. Du kommst mal weg und dafür machen wir dich hier hin. So, dann machen wir noch ein Schiffterminal, einen Güterhafen. Wobei, der braucht dann auch wieder einen Straßenanschluss, ne? Gebiet gesperrt. Wie kriegt man denn verdammt nochmal das Gebiet? Warte mal, ich glaube, ich muss mich mal der Hilfe bedienen. Okay, Kontexthilfe hilft natürlich nur, wenn wir entsprechend da was haben. Hier. Haben wir hier eine Ansicht, über die das geht? Nee, ne? Nicht wirklich. Ich guck mal, ob wir hier einen Straßenanschluss... Ne, können wir nicht, weil das scheiß Gebiet gesperrt ist. Entschuldigt bitte, aber das ist gerade echt Mist. Ja, wie sollen wir das denn bitte machen, wenn wir da nicht hinbauen dürfen? So, ich frage mich gerade, warum hier kein Stahl mehr ankommt. Ach doch, da kommt was an. So, mit den Baumstämmen scheint es ja immer noch nicht zu klappen, so recht. Linie 9. Ah doch, jetzt hast du mal 5 Baumstämme dabei. Sehr schön. Wo bist du? Ach, da bist du. Okay. Ja, der einzige Weg wäre natürlich, wenn ich jetzt hier was drüber baue, aber... Nee, es muss ja über den Bahnhof laufen. Wir können ja hier nichts, Es eilt! Schaffe flugs alles, was nötig ist, heran, auf dass die Bahn rechtzeitig fertig wird. Sagt sich leicht.
Nur wie gesagt, wie kriegen wir das mit dem Bauen hin? Ich weiß es gerade nicht. Warte mal, ging da irgendwas auf? Nee, Gebiet gesperrt. Ach, ich depp. Okay, schon gut. Ich bin doof. Ich hab's. So, wir machen das jetzt nämlich so. Wir machen eine Linie von hier nach da. Bringen da das Material rüber und schaffen es dann wieder zurück. So, du hast eindeutig mehr Bums. Kaufen wir dich. Außerdem siehst du auch gleichzeitig noch schicker aus. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Kein Weg für große Schiffe, hä? Okay. Wartet mal. Dann holen wir uns doch mal ein kleines dazu. Ja, okay, das Schiff ist eindeutig zu groß. Dann kriegen wir das, werden wir das jetzt wieder los. Ich kann es da leider nicht in die Werft schicken, weil es da nicht rauskommt. Nun gut. Warte mal, ich muss mal kurz die Linie nochmal ändern. Aber ich lasse den, glaube ich, erst eben abliefern. Bevor wir das machen. So, dann als Haltestelle wieder hier. Und bring da ruhig schön Stahl hin. So, derweil machen wir mal hier eben ein Gleis, was parallel läuft. So, und was jetzt hier? Warum geht das nicht? Jägerinnen sind unverrichteter Dinge abgereist. Der Bär ist verschwunden. Er soll einen Postboten erschreckt und dessen Fahrrad gestohlen haben. Darauf ist er dann mit herausgestreckter Zunge davongefahren. Was ein Quatsch. Aber gut, Hauptsache wir haben das Ziel erreicht. So. Ich hoffe, dass wir jetzt ein paar Steine mal hier hinbekommen. Nee, noch nicht. Das wäre jetzt leider die einzige Variante, die mir so einfällt. Da es mit dem Zug ja nicht geht. Oder zumindest ich jetzt gerade nicht weiß, wie es gehen soll. Ah, warte mal. Ich glaube, wir müssen erst die Linie einrichten. Und dann klappt das auch erst. So, warte mal, Fahrzeug kaufen. Dich als Zugfahrzeug. So, jetzt nehmen wir die neuen Waggons natürlich. Warte mal, ist das die Russian Class OB? Ja, ne? Doch, die habe ich doch genommen. Ich bin nur gerade verwundert, weil das hier auf nur mittelmäßig steht. So, dann kaufen wir die einmal so. Und nochmal so. Und ihr fahrt beide auf Linie 11.
So, und wahrscheinlich jetzt, wo wir Linie 11 gemacht haben, gehe ich mal davon aus, dass das dann klappt mit den Lieferungen. So, ja, jetzt kommt hier auch Stahl hin. Entsprechend müsste da hinten jetzt auch ein paar Steinchen hinkommen. Jawohl. Sehr gut, dann klappt's auch. Heißt, die Steine werden dann hier hingeliefert. Das Schiff bringt die dann rüber. Und von da aus geht's mit dem Zug entsprechend hierhin. Wartet mal, wartet mal. Machen hier nochmal eine Verbindung. So, dann kannst du nämlich da schon lang fahren. Und machen hier nochmal so eine, dass man gegebenenfalls wieder zurück könnte. So. Läuft doch. Theoretisch. Ach, guck der an. Der hat direkt 35 Steine. Das ist doch super. Du hast jetzt hoffentlich auch Stahl dabei. Ja, 12. So langsam wird ein Schuh draus. Oh, was ist los? Du hast ein Problem. Ah, warte mal. Jetzt habt ihr euch hier irgendwie geblockt. Ja, Sekunde. Wieso kannst du jetzt nicht da lang fahren? Das verstehe ich gerade nicht. Warte mal, Idee, wir machen jetzt einfach hier noch, Ja, das ist jetzt Käse. Schmeiß dich mal weg. Warte mal, die Fahrtrichtung konnte man nicht einstellen, ne? Warum ist hier der Bau nicht möglich? So, geht doch. Dich einmal weg. So, dann gucken wir noch mal. Ist jetzt der Stahlzug, ne? Jawohl. So, dann nehmen wir noch mal dich. Und wir versuchen es nochmal mit Linie 11. So, warum auch immer nur 13... Achso, mehr Steine sind gerade nicht da. Ja gut, das macht Sinn. So, Stahl haben wir geliefert. Jetzt gucken wir mal, wo... Na, ah, jetzt stehst du hier hinten wieder, ne? Hm. Das heißt, die werden sich doch gleich wieder blockieren. Ah, so, jetzt klappt's. Stimmt, da hinten fehlte das Signal. Okay.
Gut, hätten wir die Logiklücke in meinem Hirn auch geschlossen. Sehr schön. Und mit dieser wunderbaren Schließung der Logiklücke bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.